So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke. Wir haben wieder ein kleines Unboxing für euch vorbereitet, weil wieder Mittwoch ist, weil heute Raid Mania ist und weil heute Raw kommt. Zumindest nehme ich das so auf, dass es dann am Mittwoch hochkommt. Habe ich heute auch wieder eine WrestleCrate UK Box bekommen. WrestleCrate UK aus der Indie-Szene ist da alles drin. Von der AEW, von der WWF, von der WWE, von allem, was ihr kennt. Maricha gibt es ja einmal im Monat so eine Box. Ich habe da so ein Abo abgeschlossen, dass ich jeden Monat so eine Box kriege mit einem T-Shirt drin. Und auf das T-Shirt freue ich mich am meisten. Und ansonsten ist da immer noch so Autogramme drin, anderer Wrestling-Stuff. Was genau diesmal drin ist, weiß ich ja natürlich nicht, weil ich alles vergessen habe. Ich habe auch vergessen, welches T-Shirt beim letzten Mal drin war, weil eigentlich will ich ja im nächsten Video das T-Shirt von dem Video davor, was drin war, anziehen. Ich habe jetzt einfach dieses T-Shirt an. Das war in irgendeiner WrestleCrate UK Box. Ich weiß aber nicht, ob es in der letzten war. Und eigentlich müsste ich das, was jetzt hier drin ist, beim nächsten Mal dann im Video anziehen, wenn wir das nächste aufmachen. Ob das alles so passt? Keine Ahnung, Adi. Ein Moment Geduld. Müssen das jetzt mal hier aufmachen. Wir schauen mal hier rein, was wir hier haben. Ich sehe schon wieder ein blaues T-Shirt diesmal. Und wir haben hier eine Autogrammkarte von Diesel beziehungsweise später Kevin Nash, ja. Big Sexy Cool, Big Daddy Cool, Big Sexy Daddy Cool, Dings, alles in einem. Kennt ihr den auch? Kennt ihr Kevin Nash? Kevin Nash ist am Start hier mit Autogrammkarte. Cooles Design wieder mal. Sind auch richtig fett. Das ist nicht so dünnes Papier. Das ist richtig fetter Karton zum Aufhängen. Ist auf jeden Fall bekannt. Wolfpack NWO. Müsste man alles kennen als Wrestling-Fan. Dann haben wir hier ein Heft. Take Me Back to November bei Beyond Gorilla. Was das jetzt genau ist, schauen wir uns mal an. Das ist ein schwarz-weißes Heftchen. Adi, du kannst nicht da hinten langlaufen. Das fällt alles runter. Adi, Schatten, nicht mit dem Schwanz. Wir machen es mal auf. Gucken mal hier rein. Pro Wrestling in November 21. Captured bei Beyond Gorilla. Ja. Okay. Blätter mal durch. Haben jetzt hier ein paar Dudes, wo ich keine Ahnung habe, wer die sind. Sieht auf jeden Fall aus wie irgendwo im Ghetto. Hier wird, es ist halt alles schwarz-weiß. Guckt mal ganz genau hin, könnt ihr das erkennen? Der macht gerade einen Move mit dem, was aussieht wie, kennt man nicht. Dann hier, kann ich nicht erkennen. Gut, ist auf jeden Fall, ja, da gibt es einen Chop auf dem Brustkorb. Da ist der ganze Körper eingebellt. Das sieht heftig aus. Aber ist halt auch wieder schwarz-weiß, deswegen weiß ich nicht, ob ihr das erkennt. Dann, da sitzt einer und da steht einer. Versteht ihr? Das ist Wrestling. Hier geht es ja wieder weiter. Das dreht sich hauptsächlich wohl hier um diesen Kollegen, da mit dieser Iltis-Frisur. Weil der ist irgendwie auf fast jeder Seite drauf, auf jeder Seite da. Der sieht ja brutal aus. Guckt euch den an. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich habe jetzt schon Schiss. Deswegen machen wir schnell weiter. Neben dem ganzen Schwarz-Weiß-Zeug gibt es nämlich auch immer mal was mit Farbe. Hier schwarzer Hintergrund, schwarze Haare. Hier Krankenwagen, Bart. Sieht aus wie Mark Henry, ne? Oder Devon und Dudley mit mehr Gewicht. Dann geht es hier nochmal weiter, nochmal weiter. Da kommen sie hier angemalt mit Face Paint. Also das sind schon beeindruckende Bilder, wenn man keine Ahnung hat, wer das alles ist. Und hier, den einen kenne ich. Das ist nämlich der Neville, der jetzt Pack heißt und bei AEW jetzt mittlerweile ist. Also den kennt man natürlich. Senkst du Hock Wrestling, AEW und WrestleCrate, Wrestlers Featured jetzt. Wer alles dabei war, Will Ospreay, schon mal gehört. Amazing Red, Rocky Romero, Srep, Smiley, Chris Eden, Eddie Kingston. Den kennt man aber. Santana, Ortiz und Pack. Und Pack war der letzte. Also den ist der eine, den ich erkannt habe. Ortiz, nicht Otis, sondern Ortiz, auch mit Z hinten dran. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Dann haben wir sicherlich hier wieder ein Monat Wrestling irgendwas. Die greifen schon wieder vor. Hier, das meine ich.
über 30 Wrestling-Promotions, über 400 Stunden Content, powerred4.tv. Gibt's hier wieder einen Code auf der Rückseite, wo man kostenlos gucken kann, auf dieser Streaming-Form, die ganzen Shows, die ganzen Ligen, alles andere. Hier ist Werbung für die Mats WrestleCrate, Exclusive Item from Big Van Vader, Scarlett Bordeaux and many more. Also wer den Vader noch kennt, ne, der aussah wie der Herr Witzkuhl bei uns an der Schule, da ist noch alles drin. Von Vader, Vader, Vader. Ist das hier Vader? Das ist, oh, das sieht brutal aus. Ich glaube, das ist das im Prinzip Heft, was sie sonst immer hatten. Ist das jetzt die Vorschau fürs nächste Mal oder der Rückdings? Ach genau, das ist die Vorschau für März. Aber auf der Rückseite ist der Ersatz für das Heft, was sonst drin ist, wo immer drin steht, was alles jetzt da dabei ist oder dabei war. Kevin Nash Authentic Autograph. Haben wir auf jeden Fall gehabt, das gibt es in jeder Box. So wie es aussieht, gibt es nämlich jetzt 3 Boxen. Die kleine, die große und noch irgendwas anderes. Deonna Purrazzo T-Shirt ist auch überall drin. Kurt Angle Shoot Interview DVD ist auch überall drin. Kann ich euch da noch zeigen. 90s Action Figure Ring Label Pin. Den habe ich nicht. Das heißt, ich bin die rote Box. Den habe ich nicht. Steiner Mass Calculator habe ich nicht. Superstar Poster habe ich nicht. Beyond Gorilla Photo Scene habe ich. Und One Month of FNN On Demand habe ich. Da könnt ihr nämlich also vergleichen, was noch alles da war, was die anderen haben und was ihr nicht habt. Aber weil ihr es schon gelesen habt, Kurt Angle, Shoot Interview, haben wir hier wieder eine DVD mit einem richtig genialen Cover, oder? Wie seht ihr das? Sieht doch stark aus. Shoot Interview, ich habe noch kein einziges Shoot Interview jetzt geschaut von den ganzen DVDs. Ich habe noch gar nichts geschaut von den DVDs, die sind alle immer noch komplett zu. Weil ich einfach keine Zeit habe, vielleicht sammle ich die auch und werde die dann mal verlosen an richtige Wrestling-Fans, nicht so wie mich. Und jetzt haben wir noch ein Deonna Purrazzo T-Shirt, natürlich auch wieder hier in der Größe XL, das ist ja wichtig, in blau, blaue T-Shirts. Kaufe ich sonst nicht, aber hier nehmen wir alles. Die sind nämlich immer cool designed. Machen wir mal auf, gucken wir uns mal an, ob wir erkennen, was das ist. So, ihr seht das jetzt schon mal. Hier, da ist eine Frau. The Fujiwara Armbar Specialist. Deonara Purrazzo. Also das scheint eine Dame zu sein, die wohl einen Armbar ausführt an ihrem Gegner. Die seht ihr hier auf der Ringmatte mit dem Typ. Der hat hier die Haare schön und da wird noch der Arm, also das Design finde ich wieder mal richtig cool. Deswegen, ich feiere jedes Mal die T-Shirts, schaut euch das an, Ramses mit so einem T-Shirt. Beim nächsten Mal müsste ich das anziehen, wenn ich es nicht vergesse. Ansonsten, okay, dieses Heft, was immer drin war, wo man gesehen hat, nein, jetzt ist das ganze Katzenstreu da drin. Das Heft, wo man sonst immer gesehen hat, welche Items dabei waren, in der großen Box und in der kleinen, hat er auf der anderen Seite noch so einen Bereich, wo Bilder drin waren von den Leuten, die eingeschickt haben, wie sie das T-Shirt vom letzten Mal tragen. Siehst dann immer, wieso schickst du nicht mal ein T-Shirt hin? Jetzt seht ihr, wird wahrscheinlich nicht mehr so gemacht. Jetzt ist die Itemlist hier auf so einer Karte, dass man sieht, was alles dabei ist. Das heißt, beim nächsten Mal gibt es was von Big Van Vader, Vader mit der Vader Bomb. Und halt von hier dieser Dame, die ich nicht kenne, aber für mich auf jeden Fall das T-Shirt das absolute Highlight und theoretisch habe ich für die Box so viel bezahlt, wie wenn ich mir normal irgendwo ein T-Shirt hole. Das heißt, das T-Shirt ist so viel wert wie die Box, der Rest ist eigentlich Zusatz und Gimmick. Aber so ein Autogramm, warum nicht, für Kevin Nash Liebhaber. Ich werde das alles auf jeden Fall sammeln und werde dann irgendwann vielleicht auch mal ein fettes Gewinnspiel machen. Ich habe das jetzt ein Jahr, diese Boxen, und ich weiß nicht, ob ich es verlängere, sonst könnte ich alles, was in dem ein Jahr an den Boxen reinkam, mir die T-Shirts rausnehmen und eben die DVDs und diese
Und diese Autogrammkarten alles vielleicht doch in der großen Wrestling-Box mal an einen Wrestling-Liebhaber aus der Community rausgeben. Ihr guckt ja auch immer die Großveranstaltungen, ihr fragt mich jedes Mal, Ramses, hast du schon Raw geguckt? Ramses, hast du schon SmackDown geguckt? Und vielleicht könnt ihr damit ja was anfangen, vielleicht kann ich damit jemandem noch eine mega Freude machen. Ich gönne mir die T-Shirts, euch kann ich vielleicht den Rest ein bisschen was gönnen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, peace out, Vorhaut. Euer Adi, genau, euer Ramses und euer Adi. Tschüss. Adi, du guckst schon wieder so. Bist du müde? Hast du Hunger? Bist du müde, hast du Hunger? Guck mal die Füße, Adi. Guck doch mal die Füße an. Hast du die Füße jetzt gesehen, Adi? Siehst du die Füße? Ich glaube, du fühlst dich belästigt, oder? Der haut mich.